Hallo und herzlich willkommen zur Hashtag Bayreuth Koch zu Hause. Heute sind wir mal nicht im leeren Tasting Center. Heute sind wir mal mit Ute und Josh in die freie Natur gefahren, um Kräuter zu pflücken. Erstmal hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, beziehungsweise dass ich heute bei euch sein darf. Sagt ganz kurz, wo wir sind. Also wir sind hier in Schönfeld. Also Schönfeld ist dort hinten die Ortschaft und es ist das Schönfelder Tal. Es ist ein kleiner Flusslauf hier. Und gerade jetzt, Anfang April, es ist geschützt hier durch das Tal, wachsen natürlich hier sehr viele Kräuter, die vielleicht in Bayreuth und Umgebung auch wachsen, aber erst ein, zwei Wochen später kommen. Deswegen sind wir jetzt mal hierher gefahren. Und der Vorteil ist, es ist sehr feucht hier und es gibt Bärlauch und das möchte ich euch gerne mal zeigen später. Und vielleicht fahrt ihr selber mal hierher. Er ist ganz einfach zu finden. Einfach in Schönfeld Auto abstellen, hier in das Flusstal reinlaufen und dann links den Berg hoch. Und das sind hervorragende Felder von Bärlauch. Aber sehen wir dann in ein paar Minuten. Hast du dann keine Angst, wenn du hier die Geheimtipps verrätst, dass es dann, wenn wieder aufgemacht wird im Liebesbier und so weiter, kein Bärlauch mehr zur Verfügung ist, weil die ganzen Gäste selber pflücken? Nachdem wir ja jahrelang beim Pfeiler in Muggendorf gearbeitet haben, das war ja damals die Kräuterkoryphäe, auch mein Lehrherr zu der Zeit für Pilze, Kräuter, Wildbeeren und so weiter, haben wir so viele Ecken hier in der Fränkischen Schweiz, da habe ich überhaupt keine Angst, dass da mir irgendjemand... Kräuterkoryphäe. Heute bist du meine Kräuterkoryphäe. Ich kenne mich mit Kräutern gar nicht aus. Also, aber ich bin sehr gespannt und lerne immer gern dazu. Hier haben wir ganz klassisch, was jeder eigentlich kennt, einen Löwenzahn. Beim Löwenzahn haben wir das Problem, er ist sehr bitter. Wenn man Löwenzahn wirklich mitnimmt in den Wildkräutersalat, dann sollte man die Blätter eine Stunde in Salzwasser einlegen, bevor man es verarbeitet. Ja, man muss sagen, es gibt hier bei uns in der Natur so viele Sachen, die man essen kann und das wissen eigentlich die wenigsten Leute. Und gerade diese Wildkräuter, die haben so viel positive Phenamine und Spurenelemente und Inhaltsstoffe, dass das gerade jetzt im Frühling ein Vitaminschub ist, den man jetzt braucht, um einfach gerüstet zu sein, um die letzte Erkältung jetzt noch zu bekommen. Das ist gut. Und vor allem, das könnt ihr euch selber bei eurem Spaziergang wirklich jetzt pflücken und dann auch zu Hause nachkochen, was wir dann später bei uns im Tasting Center zubereiten. Am besten ist es natürlich noch, wenn man sich eine kleine Kräuterfibel kauft am Anfang, weil es gibt natürlich trotzdem viele Kräuter, die ein bisschen ähnlich schauen und manche sind vielleicht ungenießbar oder es gibt sogar ein paar giftige Sachen, dass man trotzdem irgendwie ein Nachschlagewerk sich irgendwo bestellt bei seinem Buchhändler und dass ich erstmal ein bisschen noch mit einliest. Also ich kann euch jetzt viel zeigen, aber es ist trotzdem sicherer. Eine Brennnessel kennt jeder und einen Löwenzahn kennt jeder, aber es gibt halt sehr viele Kräuter, die auch ein bisschen anders ausschauen und oft mit anderen verwechselt werden können. Aber von mir ganz kurz ein Tipp, um den Weg in die Bücherei zu sparen. Es gibt bestimmt auch die Apps oder diese Plattform Internet, wo man auch sich klar, da was runterholen kann. Klar, klar. So, hier haben wir eine Primel. Eine was? Eine Primel. Die gibt es ja auch im Garten, die blühen in unterschiedlichsten Farben, aber das ist eine wilde Primel. Sehr schön sind diese Blüten, die kann man abzupfen, kann die dann später auf den Wildkräutersalat drauflegen, dass sie einfach ein bisschen eine schöne Optik haben. Die Blätter, die ganz jungen, kann man auch mit in den Salat schneiden. Hier haben wir Labkraut. Kletten nennt man das eigentlich im Sommer. Die kriegen schöne kleine Bollern, die immer an den Hosen hängen bleiben, wenn man im Sommer spazieren geht. Aber jetzt ist dieses Labkraut gerade jetzt im Frühling sehr frisch und knackig und kann auch unter die Salate gemischt werden. Und diese Kletten, diese Kügelchen, die das im Sommer ausbildet, wenn man die dann im Herbst trocknet und im Ofen röstet, kann man auch einen Kaffee draus kochen. Also früher hatten wir Ersatzstoffe gesucht für Kaffee und da ist die Klette oft dafür verwendet worden, um einen Kaffeeersatz draus zu machen. Also da nehmen wir auch ein paar Sachen mit. So, dann sehe ich gerade hier vorne, haben wir Taubnesseln, auch essbar. Taubnesseln gibt es in unterschiedlichen Farben. Also das hier ist eine lilafarbene Taubnessel. Die gibt es auch in weiß und im Sommer gibt es auch die gelbblühenden. Die Blüten kann man auch wieder als Deko auf den Salat tun. Die jungen Triebe kann man in den Salat mit reinschneiden. Und diese Blüten haben auch so einen leichten, süßen Honigton. Also das hier ist ganz junge Schafsgarbe.
Schafsgarbe kennt man im Sommer, sind so hoch, haben ganz große, weiße, feste Dolden oben. Und jetzt kommen die jungen, frischen Blätter raus. Und die schmecken eigentlich sehr würzig. Also hier haben wir jetzt Pimpinelle. Die gibt es auch im Baumarkt oder in Pflanzenmärkten, oft in kleinen Töpfen für einen Tiergarten oder fürs Kräuterbeet zu Hause. Sind essbar, haben aber nicht viel Eigengeschmack. Aber wir nehmen einfach mal ein paar Blätter mit, einfach um eine schöne Mischung zusammenzukriegen. Wir wollen ja die Vielfalt in den Salat bzw. in die Suppe bringen. Hier habe ich jetzt wieder was entdeckt. Das entdeckt ein normaler Mensch eigentlich nicht, weil er denkt, das ist Gras. Das ist aber kein Gras hier. Und zwar ist es wilder Schnittlauch. Wilder Schnittlauch, Sebastian? Ja, das würde ich auch erkennen, dass es Schnittlauch ist. Probieren, du musst es essen. Aber man sieht es von Weitem nicht. Also, das ist wirklich Schnittlauch. Ein wilder Schnittlauch, es ist ja ein Hohlstängel und ein Gras ist ja eigentlich flach. Also man muss genau hinschauen, er wächst oft in solchen Feldreinen, ist meistens ein bisschen dunkelgrüner und hat diesen runden Stängel, diesen hohlen Stängel. Und man kann den Test machen, man probiert es einfach und merkt, es ist wirklich ein Schnittlauchgewächs. Ah, hier ist welche. Fette Henne. Ah, das ist die fette Henne, nach der wir suchen. Genau. So sieht die also aus. Genau, genau. Sollen wir das mal hier rüber? Wenn es jetzt loslässt, habe ich echt ein Problem. Wir haben mit Sicherheit einen Hingucker auf dem Video. Das hier ist fette Henne. Blaugrüne, dicke Blättchen, sehr knackig. Leider noch keine große Ausbeute, 3 Stück haben wir jetzt hier. Aber ich hoffe, dass wir hier noch ein paar finden, wenn es die hier gibt. Wie groß werden die? Normalerweise so 40, 50 cm hoch. Die blühen dann auch schön, gibt es auch oft in Kräuterbeeten zu Hause. Aber dann kann ich sie nicht essen, wenn die so groß sind. Nee, die sollte man jetzt die nächsten 4 Wochen essen. Sobald die 20, 30 cm groß sind, kriegen sie auch herbe Bitterstoffe und dann schmecken sie nicht mehr ganz so. Also die meisten Kräuter werden immer jung, immer sozusagen jung, verzehrt. Das ist ja eigentlich fast barbarisch. Jung und knackig. Hier haben wir das nächste. Das ist Scharboxkraut. Wächst auch gerne in feuchten Gebieten, aber hier ist eigentlich gar nicht so feucht. Haben auch sehr knackige Blätter ohne viel Gerbstoffe. Und vor allem man kann die Blüten als Dekoration sehr gut verwenden. Das ist eine richtige Kräuterwiese hier. Wir haben hier Taubnesseln, wir haben hier Scharboxkraut, wir haben hier Klee, wir haben hier die Knoblauchsrauke. Also hier kann man eigentlich mit der Sense durch und hat eigentlich seinen Salat für den Korb. Du sagst Deko, aber Deko kann ich immer essen, wenn du als Deko bezeichnest, die Blume. Ich sammle nur Sachen, die man essen kann. Also es gibt ungefähr bestimmt 30, 40 Blüten in Deutschland, die man essen kann, die man auf den Salat mit drauf tun kann. Diese Matten, was hier so wachsen, also nicht die blaublühenden, sondern wir haben hier Vogelmiere. Das sind die ganz kleine, weiße, sternförmige Blüten hier drin haben, was hier wirklich so in Matten im Untergrund hier wächst. Das ist sehr reich an Vitamin C, an Zink, Calcium, Kalium, Vitamin D. Teilweise 8-mal so viel wie ein Kopfsalat. Also das sind wirkliche Energiebringer jetzt im Frühling. Und das sollte man unter normalen Salat mit drunter mischen. Also Vogelmiere haben früher auch immer meine Wellensittiche gern gefressen. Das ist ein ganz wichtiges Wildkraut und schmeckt auch sehr nussig und angenehm. Also hier haben wir jetzt Brunnengresse. Es wächst natürlich immer sehr gern am Wasser. Hat einen sehr scharfen Geschmack. Kannst du mal probieren, Sebastian? Und das ist für mich auch immer Basis für einen richtig leckeren Wildkräutersalat. Boah, ist wirklich scharf. Aber als Würze, sehr angenehme Würze, mische ich das immer sehr gern drunter.
Okay, das ist gar nicht mein Geschmack. Also so pur. Man muss natürlich schon sein Leben hier opfern. Es kann natürlich passieren, dass man in diese Fluten stürzt und ja, dann wir holen nicht raus. Aber immer am Wasser, oft richtig im Wasser, teppichweise wächst das in größeren, sauberen Gewässern. Also immer nur in sauberen Gewässern. Ich habe das noch nie gesehen, dass das irgendwo in einem verschmutzten Bach wächst. So, jetzt sind wir bei unserem Lieblingsgewächs, beim Bärlauch. Viele Leute trauen sich keinen Bärlauch sammeln, weil sie Angst haben, dass sie ihn verwechseln mit Maiglöckchen. Maiglöckchen wachsen generell etwas später, das heißt, die fangen erst Ende April an zu wachsen. Also jetzt momentan wird man kein Glück haben, Maiglöckchen zu finden. Aber der Unterschied zwischen Bärlauch und Maiglöckchen, natürlich im ersten Moment der Geruch. Also er riecht sehr stark nach Knoblauch. Es riecht hier alles und so. Wenn man ihn mal kurz aus dem Boden zieht, es sind Knollen unten dran. Also es ist ein Zwiebelgewächs mit Knollen unten dran. Das ist noch ein Indiz dafür. Und was ganz wichtig ist beim Knoblauch, alle Blätter kommen von unten raus. Also das heißt, alle einzelnen Blätter kommen aus der Knolle. Beim Maiglöckchen ist es so, die wachsen versetzt immer wieder aus dem Stiel raus, die Blätter. Schaut ein bisschen anders aus. Und der Bärlauch hat auch relativ schnell Blütenknospen. Also jetzt schon Anfang April hat er schon die Knospen angesetzt. Die Maiglöckchen blühen, wie es der Name schon sagt, erst im Mai. Also die sind viel später dran. Also wer jetzt Anfang April Bärlauch pflücken geht, wird wahrscheinlich nur Bärlauch finden und keine Maiglöckchen. Und im Mai ist der Bärlauch schon so alt eigentlich, dass man nicht mehr pflücken sollte, weil er dann irgendwann holzig wird. Wenn jemand im Mai noch Bärlauch will, jetzt pflücken, pürieren, blattblanchieren, pürieren und einfrieren. Der hält sich das ganze Jahr über. Ja, sehr beeindruckend, Josh. Wunderschön hier, schön das alles mal mitzuerleben. Wir haben jetzt eine dicke Beute und eine fette Henne. Fette Henne, fette Henne aber. Also was wir noch nicht haben, das suchen wir jetzt noch, ist Bachbunge. Sauerklee wächst hier noch im Wald, werden wir noch einiges raustun. Und Frauenmantel habe ich vorhin noch gesehen, werden wir noch wahrscheinlich pflücken. Also wir machen noch ein bisschen was dazu, das wir dann später noch mitverarbeiten. Und wir sehen uns gleich im Tasting Center wieder und machen aus dem Körbchen einen leckeren Salat. Bis gleich. So, jetzt sind wir auch von unserer super schönen Wanderung zurück. Erstmal vielen Dank für die Kräuterkunde. Ich habe echt viel dazugelernt. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir aus der fetten Henne und den anderen Kräutern so schönes zaubern können. Genau. Nach unserem Bier haben wir ja dann noch Giersch gefunden. Wir haben Mädesüß noch gefunden, Frauenmantel. Also die Auswahl hat sich noch etwas erhöht. Und jetzt schauen wir mal, was wir daraus machen können. Beim Kräutersalat mischen wir zur Hälfte einen Romana-Salat mit runter, weil es sind natürlich sehr viel sehr aromatische Kräuter und wenn man nur die nimmt, dann schmeckt der teilweise sehr herb und bitter. Deswegen nehmen wir jetzt Romana-Salat, schneiden den noch mit runter und machen dann ein leckeres Dressing. Ich habe mir überlegt, Kartoffeldressing zu machen. Kartoffeldressing ist ein sehr sämiges Dressing, das bleibt am Salat schön hängen und macht es schön cremig. Bringt ein bisschen einen Geschmack. So, hier haben wir jetzt die Kräuter. Was wir nicht mit rein tun, was wir vorhin gesammelt haben, ist der Bärlauch, weil Bärlauch roh essen ist, ja, ist ungefähr so, wie man Knoblauch roh isst. Und ich habe noch ein bisschen Spinat hier, den wollte ich eigentlich in die Suppe mit tun, aber nehmen auch noch ein bisschen mit für den Salat mit dazu. Und natürlich die fette Henne. Die fette Henne und die ganzen anderen Kräuter, die wir heute gesammelt haben. Brennnessel sollten wir auch nicht unbedingt mit reintun, das machen wir nachher mit in die Suppe. So. Den schneiden wir jetzt auch noch ein bisschen klein, den Kräutersalat. Wie hieß das Würzige, was wir unten am Bach gefunden haben, was sehr, 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 sehr scharf ist? Brunnengresse. Brunnengresse. So. So, und jetzt geht es zum Dressing. Beim Dressing sagen ja sehr viele, Dressing kann ich nicht, weiß ich nicht, wie das geht.
Zum Dressing muss ich sagen, gibt es eine Faustregel. Bei einem guten Dressing sollte man eigentlich schauen, dass man zwei Teile Öl nimmt und ein Teil Essig. Wichtig ist natürlich auch, dass man gute Öle nimmt, weil für sein gutes Auto nimmt man natürlich immer irgendwelche Öle für 20, 30 Euro, weil es irgendwie der Hersteller vorschreibt. Und bei einem guten Salat versucht man in einem Discounter irgendein Öl zu kaufen für 3,95 Euro und macht dann ein Dressing draus, das nicht gut schmeckt. Also bei Ölen ist es ganz wichtig, kaltgepresste Olivenöle, weil die natürlich mehr ungesättigte Fettsäuren hat. Oder natürlich dann mal spezielle Öle, wie mal ein Sesamöl, ein Hanföl, ein Rapsöl. Die muss man nicht zu 100% reintun, sondern man kann natürlich als Basis ein Sonnenblumenöl nehmen und ein Zehntel davon nimmt man recht gutes Öl, um einfach besondere Nährstoffe noch reinzubekommen und dann einen vernünftigen Essig noch dazu. Beim Essig bin ich jetzt nicht unbedingt der Italien-Fan, weil ich einfach sage, diese ganzen Balsamico-Essige, die sind teilweise mit Zucker gepanscht. Also da gibt es hier in Deutschland gute Apfelessige oder generell Obstessige, die auch sehr gut sind. Also, ich habe hier ein Olivenöl. Ich sage jetzt mal, einen Teil nehme ich jetzt mal ein Olivenöl mit 100 Milliliter. Für wie viele Personen kalkulierst du das jetzt, circa? Wir haben ja jetzt gesagt, wir machen mal für 4 Personen. Mhm. Wobei, ich muss ja das Dressing, wenn das zu viel ist, kann ich das im Kühlschrank ohne Probleme 1-2 Wochen aufheben. Geht nichts kaputt. Jetzt habe ich hier ein Rapsöl, Bioqualität natürlich. Da nehme ich jetzt auch nochmal einen Teil, also 100 Milliliter. Und dann nehme ich einen schönen Apfelessig. Bio-Apfelessig. Auch 100 Milliliter. Dann sind wir insgesamt auf 300 Milliliter. Und das ist für mich jetzt eine Basis. Da kann man jedes Dressing machen. Ihr müsst euch einfach nur merken, zwei Teile Öl, ein Teil Essig. Und das reicht eigentlich schon aus, wenn man das jetzt würzt, um einen Salat anzumachen. Also mehr bräuchte man eigentlich nicht reintun. Was wir jetzt machen, wir wollen es ein bisschen cremig machen, damit es ein bisschen am Salat hängen bleibt. Deswegen mache ich ein Kartoffeldressing. Da haben wir jetzt Kartoffeln vorhin gekocht. Die schäle ich jetzt schnell und die geben im Prinzip dem Dressing die Bindung. Und um es noch ein bisschen leckerer zu machen, geben wir noch ein bisschen Schmand mit rein und dann würzen wir das ab, pürieren das mit dem Pürierstab und haben ein hervorragendes, cremiges Dressing. Und das kann man mit allem machen. Also die Bindung muss man jetzt nicht unbedingt mit Kartoffeln machen, die würde auch funktionieren mit Senf. Senf ist ein sehr gutes Bindemittel. Eigelb würde funktionieren. Oder man kann, wenn man mal Reis oder irgendwas übrig hat, kann man auch mal ein bisschen gekochten Reis mit reintun und pürieren. Funktioniert. In der Top-Gastronomie nimmt man sehr oft Xanthan. Das ist ein pflanzliches Mittel. Das kann man im Internet bestellen. Xanthan ist ein Kaltbinder. Das ist ein weißes Pulver, schaut aus wie Salz. Und das kann man auch in kalte Flüssigkeiten geben und es bindet das Ganze ein bisschen ab. Wenn man jetzt also ein reines Essig-Öl-Dressing hat und will das ein bisschen gebunden haben, dass sich das nicht so absetzt, ein bisschen Xanthan rein und funktioniert. Oder man macht es wie die Italiener, die nehmen eigentlich nur Olivenöl, die machen das gar nicht in einem Messbecher, sondern die geben eigentlich zwei Teile Olivenöl zu dem Salz, drücken eine frisch gepresste Zitrone drauf und dann nur mit Salz und Pfeffer abgewürzt. Wenn es ein gutes Öl ist, gell? Das soll dann natürlich das ist wichtig, gut sein, gutes Öl. So, jetzt habe ich meine Kartoffeln drin. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen einen Sauerrahm. Da gebe ich jetzt einfach mal einen Klecks noch mit rein. So, und das würzen wir jetzt einfach nur mit Salz und Pfeffer ab. Da brauchen wir eine ganze Menge. Viele tun Zucker rein, Zucker tust du nicht rein. Bin ich jetzt kein so Freund davon. Zucker ist ein Geschmacksversteiger. Also es gibt sehr viele Gastronomen, die tun in sehr viele Sachen Zucker rein. Übrigens auch Kaffee ist ein Geschmacksversteiger. Da forscht man jetzt gerade extrem viel damit. Weil man glaubt, dass man da sehr viele Gerichte noch pimpen kann. Aber ich bin jetzt nicht der extreme Freund von Zucker bei Salatdressings. Geht nichts über gute Pfeffermühle, weil ein frisch gemahlener Pfeffer schmeckt auf jeden Fall tausendmal besser wie ein gemahlener. Also ein gemahlener geht, das geht eigentlich gar nicht. So. Jetzt pürieren wir das kurz.
So, bitteschön, darfst du mal probieren. Und damit der Salat nachher noch ein bisschen besser schmeckt. Sehr, sehr gut. Also mir schmeckt's. Was nichts zu heißen hat. Ah doch, ich bin da eigentlich schon, also anspruchsvoll. Also ich gebe mir Mühe auf jeden Fall. So. Damit der Salat noch ein bisschen leckerer zu Hause ist. Jetzt schließt man natürlich jeden Vegetarier aus, wenn man den mit Bacon... Muss man ja nicht machen. Also ich würde ihn auf jeden Fall mit Bacon nehmen. Genau. Was hast du da für ein Speck? Also das ist ein geräucherter, durchwachsener Rückenspeck. Pass auf das Kochfeld auf, unterschätzt es nicht. Die meisten haben es immer unterschätzt. Ich sehe, du hast es auf 9. Ja, ich bin aber auch schnell. Ehrlich? Ja. Okay, dann schauen wir mal. Ja, man sieht aber, dass du das Handwerk auch in einer gewissen Geschwindigkeit machst hier. Sache ja. Mal schauen, ob sich bis dahin die Pfanne verformt. Passt. Schauen wir mal, ob er funktioniert. Ja, der funktioniert hervorragend, ist aber eine Showküche. Alles, was hier oben reingeht, geht unten wieder raus. Hauptsache, wir stehen nicht im Qualm. So, und dann machen wir noch was für die Vegetarier, ne? Ein bisschen schöne Rösche Croutons. Ich nehme hier einen Vollkorntoast, damit wir auch was Gesundes haben. Aber das dürfen wir nicht in der gleichen Pfanne anbraten, weil meine Freunde, also die vegetarischen Freunde, für die wäre die Pfanne bereits kontaminiert. Ja, das ist sie auch. Aber wir wollen ja heute nicht für die Vegetarier kochen, oder? Ne, wir haben keinen hier. Wie schaut es bei dir eigentlich aus? Bist du noch ab und zu mal, schnupperst du noch ab und zu bei dir mal in die Küche rein oder eigentlich gar nicht? Also ich bin Troubleshooter. Ich muss ab und zu, wenn jemand kurzfristig ausfällt oder wenn wir größere Veranstaltungen haben, muss ich ihm helfen. Aber ansonsten koche ich lieber zu Hause mit meiner Frau. Ja, aber hast du noch Spaß dran ab und ja, zu? Ja, klar. Weil ich mag das ja trotzdem gerne ab und zu dieses Geld ein bisschen Stress zu haben. Also. Kochen ist Genuss und Genuss ist Leidenschaft und das möchte ich mir schon beibehalten. Er wird auch gut zu Isla passen, weil also unser Claim ist ja, we simply love what we do und es hört sich genau so an. Wir fahren ja nur dorthin in Urlaub, wo man wirklich gut essen kann. Also vornehmlich natürlich Italien oder in die mediterranen Länder. Oder mal nach Schweden, Norwegen, aber immer irgendwo in Ecken, wo man gut essen kann. Schweden, Norwegen ist gutes Essen, also ich war noch nicht dort. Schweden ja, Norwegen nein. Es gab mal das Noma in Oslo, eins der besten Restaurants weltweit. Also die haben schon tolle Locations. So, jetzt die gute Butter. Der Abzug funktioniert. Ja, allgemein, das Ding funktioniert ganz gut. Bin begeistert. Kannst gern öfters hier kochen, wenn wir wieder offen haben. Sehr gerne. Wie schon gesagt, mich brauchen Sie ja nur als Troubleshooter, so oft passiert es nicht, aber... Ja, Trouble haben wir auch öfters, also... Wenn ich meine Frau dann hier mit einladen darf, dass die hier selbstverständlich, ganze Family. Dein Sohn war ja letzte Woche da, die haben fürs Roxy Burger gemacht, die Burger waren ausgezeichnet. Es hat richtig Spaß gemacht, auch mit den beiden zu kochen. Mein Sohnemann, der kocht schon seit seinem 6. Lebensjahr. Also das ist Leidenschaft, die ich ihm nicht anerzogen habe, sondern die von ihm kommt. Ja, das hat man gemerkt. Also die verstehen ihr Handwerk. Der hat immer für Freunde gekocht und für die Omas und hat Kuchen gebacken. Und so, gut. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. So, dann würde ich sagen, machen wir es Finish. So. Soll ich jetzt meine wunderschönen schwarzen Handschuhe einsauen? Oder? Nein, wir haben ein Salatbesteck. Bis oder.
So. Jetzt machen wir ein bisschen leckeren Speck drauf. Ja, also der Speck sammelt bei mir noch reichlich Punkte. Das ja, der macht es halt noch mal ein bisschen würziger in eine andere Richtung. Die knackigen Croutons, die natürlich nicht fehlen darf auf dem Salat, finde ich. Auf einem Spezialsalat wie diesem. Was haben wir hier noch in der Trickkiste? Natürlich unsere Gänseblümchen, ganz nett hier jetzt im Frühling. Und hier unten sehe ich noch Löwenzahn, der hat sich natürlich jetzt schon wieder etwas zusammengezogen, weil die Sonne fehlt. Den sollte man auch nicht in der ganzen Blüte, sondern da nimmt man einfach nur diese gelben Fäden raus und verteilt die noch ein bisschen als Deko auf dem Salat. So, einmal fertig. Lass dir schmecken. So, Josh, der Salat war hervorragend, war wirklich gut. Jetzt haben wir aber noch ein Gericht, und zwar wir machen aus dem Bärlauch und auch aus den anderen Kräutern noch eine Suppe. Genau. Also jetzt verwenden wir alle Wildkräuter, jetzt nehmen wir auch den Bärlauch mit dazu und die Brennnesseln, die ja sehr, ja, gerbstoffreicher sind, der Bärlauch mit seinem Knoblaucharoma, das schmeißen wir jetzt noch in die Suppe rein, weil da können wir die Würze ganz gut gebrauchen. So, da fangen wir jetzt mal klassisch an mit einer Mehlschwitze. Das heißt, ich schneide erstmal ein bisschen Zwiebelwürfeln. Ja, man sieht zweifellos aus der Übung, bist du auf jeden Fall nett. Ich muss mich ja beeilen, wie ihr gesagt habt, deswegen... ja, der Druck wird immer auf mich hier ausgeübt. Da ist immer, wird einem keine Zeit für ein bisschen Smalltalk und alles gelassen. So, wir sind wieder auf 9, damit hier was vorwärts geht. Mehlschwitze heißt eigentlich klassisch Butter mit ein bisschen Mehl, damit wir ein bisschen eine Bindung in unsere Suppe bekommen. Ich schwitze aber jetzt gleich ein bisschen Zwiebeln mit an, damit wir noch ein bisschen Zwiebelgeschmack mit reinbekommen in das Süppchen. Sieben ist zu schwach, wir müssen auf 9. 8, machen wir 8. So. Wir machen ungefähr für 4 Personen 1,5 Liter. Das heißt, mir reicht hier ein Esslöffel von dem Mehl, um ein bisschen Bindung reinzukriegen in die Suppe. Ich gebe später noch ein bisschen Creme Fraiche mit rein. Das macht es auch noch ein bisschen cremiger. Mit einer Creme Fraiche kann man meistens nichts falsch machen. Genau. So. Jetzt lassen wir das Mehl ein bisschen ausbrennen, damit es nicht mehr nach Mehl schmeckt. Das nennt sich im Französischen eine weiße Roux, eine weiße Mehlschwitze, also immer halb Fett, halb Mehl, und das im Topf ruhig ein bisschen anbrennen lassen. Weiß heißt nicht braun werden lassen, sondern hell belassen, weil wir machen ja eine weiße Suppe mit Sahne und Creme Fraiche. Wenn wir jetzt eine dunkle Soße machen würden für einen Braten, dann lässt man die oft braun werden. So, jetzt lösche ich das ab mit einer Brühe. Da kann man jetzt ja nehmen, was man will. Also das hier ist jetzt eine schöne Geflügelbrühe. Man kann aber eine Rinderbrühe nehmen oder für Vegetarier, die sagen, ich will eine vegetarische Kräutersuppe, natürlich auch eine Gemüsebrühe nehmen. Die wir ja auch berücksichtigen müssen, wie mir immer wieder hier hinten eingepredigt wird. Genau. So, jetzt lassen wir das kurz aufkochen.
So. Es war ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, ein Dreiviertel, halber Dreiviertel Liter Brühe. Jetzt geben wir ungefähr einen halben Liter Sahne mit dazu. Also die wird schon sehr gehaltvoll, aber wir wollen die als Hauptgang essen. Okay. Und der versprochene Klecks Creme Fraiche. Ein kleiner. Kleiner. Ja, ein kleiner. Die Suppe geht jetzt aber nicht mehr unter der Kategorie Low Carb. Oh. Oh. Aber ich glaube, sie wir machen gut. Ja momentan bei dem schönen Wetter jetzt draußen, machen wir nicht viel Gartenarbeit und dann braucht man natürlich schon ein bisschen was Gehaltvolles. Ne? Ja. So. Jetzt würzt man das Ganze mal ein bisschen ab. Ein bisschen Salz. Schönen schwarzen Pfeffer aus der Mühle. Das sind unbehandelte Zitronen aus Italien. Die haben wir schon seit 8 Wochen zu Hause liegen. Dafür sieht es aber noch gut aus. Gibt ein bisschen ein frisches Aroma. Ich gebe auch noch mal ein bisschen Saft mit rein. Ich lasse den jetzt über meine Hand laufen, damit die Kanne nicht mit reinfallen. Selten was Besseres gegessen. So, jetzt haben wir hier die geschnittenen Kräuter. Die gebe ich jetzt noch mit rein. Der ist jetzt bei den Kräutern dabei gewesen. Also das, war jetzt die komplette Kräutermischung, Bärlauch mit Brennnesseln und allem anderen, was wir gesucht haben. Ich würde sagen, es sind jetzt mindestens 15 verschiedene Kräuter. So, jetzt brauchen wir einen Schöpflöffel. Den sehe ich von hier. Siehst du? Ja. Riechen tut es auf jeden Fall immer sehr gut. So. Hat eine schöne grüne Farbe bekommen, das Pürieren. Jetzt können wir natürlich, nachdem wir sehr, sehr wenig Creme Fraiche einhaben, noch ein Kleckschen. Noch ein Kleckschen drauf machen, ja, als Deko. Nicht viel, aber ein Kleckschen. Und dann natürlich unsere wunderschönen Blüten, die wir gesammelt haben, als Deko. Und wenn wir das dann zu Ostern unserer Oma servieren, dann ist die glücklich. Ja, und wenn sie noch erfährt, dass wir das selber gesammelt haben. Ja. Genau. Also es gibt bestimmt bei uns hier in Deutschland 30, 40 Blumen, die man als Blüte essen kann. Also das geht sogar im Garten los mit Pelargonien, Begonien, Tuffpelargonien, Rosen, Stockrosen, Kapuzinergresse, Fuchsien, Veilchen, ist alles essbar. Also es gibt sehr, sehr viele essbare Blüten. Rosenblüten generell kann man schön auf den Salat mit streuen. Ja. Vieles wusste ich noch nicht. Vielen Dank, ich probiere es gleich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran, das zu sehen. Wie immer, alle Infos der Kampagne Hashtag Bayreuth kocht zu Hause unter www.eiler-tasting-center.de. Josh, vielen Dank fürs Kommen. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Gerne.